Angesichts des Inhalts dieses Videos werden sich möglicherweise nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in den übrigen europäischen Ländern Unternehmen die Frage stellen, inwieweit macht es Sinn, was die EU-Kommission bisher beschlossen hat, beziehungsweise was sie nun in Bälde auf den Weg bringen will. Dabei sind viele jetzt schon der Meinung, die EU-Kommission ist der Totengräber für kleine und mittelständische Unternehmen in ganz Europa. Was es damit auf sich hat, das schauen wir uns an. Herzlich willkommen, hier ist wieder Lil von Warum.kritisch. Ja, die EU hier als Totengräber für kleinere und mittlere Unternehmen zu bezeichnen, ist natürlich eine ziemlich krasse Aussage. Aber dieser Aussage stimmen tatsächlich mehrere Verbände hier in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern durchaus zu. Denn das, was die EU hier vorhat, geht weit über das hinaus, was schon hier in Deutschland eine besondere Gesetzgebung darstellt. Lass uns erstmal zunächst anschauen, womit sich kleinere und mittlere Betriebe hier in Deutschland bereits rumschlagen müssen. Hier greift nämlich das sogenannte Lieferkettengesetz. Das ist seit 2023 in Kraft. Und hier machen deutsche Verbände von der Industrie, aber auch von den Arbeitgebern ordentlich Druck auf das Wirtschaftsministerium. Sie sagen, das ist total irre. Die kleineren und mittleren Unternehmen, sie stöhnen tatsächlich unter den Vorgaben dieses Lieferkettengesetzes. Es gibt extrem viel Bürokratie, es herrscht eine große Ungewissheit, gerade bei kleineren und mittleren Betrieben. Inwieweit können sie denn die Vorgaben dieses Lieferkettengesetzes überhaupt erfüllen? Das Ganze wurde ja letztendlich initiiert, um weniger von China abhängig zu sein, denn man hatte so im Sinn gehabt, naja, China, die verstoßen ja sowieso gegen unsere Standards hinsichtlich Klima- und Umweltbedingungen und sie nehmen es ja wohl auch nicht ganz so genau mit Ausbeutung, zum Beispiel Kinderarbeit. Und das wurde ja bereits alles in dieses deutsche Lieferkettengesetz aufgenommen und das bedeutet für kleinere und mittelständische Betriebe, aber natürlich auch für alle anderen großen Unternehmen, dass sie haftbar gemacht werden können, wenn Lieferanten aus dem Ausland gegen diese deutschen Standards verstoßen. Das heißt, der Betrieb, das Unternehmen muss nachweisen, dass in dem Ausland, von dem man ja halt eben dann entsprechend die Ware geliefert bekommt, dass es dort nicht zu einer Ausbeutung, nicht zu Kinderarmut kommt und dass auch hier keine Verstöße hinsichtlich des Umweltschutzes existierten. Das kann natürlich ein deutsches Unternehmen nicht so einfach kontrollieren und dokumentieren, so wie es das Lieferkettengesetz nämlich hier fordert. Also muss man was machen? Man muss halt eben entsprechende Beratungsfirmen beauftragen, Anwaltskanzleien etc. Das heißt, aufgrund dieses Lieferkettengesetzes sind natürlich wieder neue Dienstleistungen entstanden. Wunderbar, haben wir wieder einen neuen Wirtschaftszweig, der halt eben hochgepusht wird, eben durch dieses deutsche Lieferkettengesetz. Und aufgrund dieses Lieferkettengesetzes gelten viele deutsche Unternehmen im Ausland als absolut unattraktiv und protektionistisch. Das heißt, deutsche Unternehmen haben zum Teil aufgrund dieses Lieferkettengesetzes ihre Handelsbeziehungen mit ausländischen Lieferanten abgebrochen, beziehungsweise sind sehr verunsichert und haben tatsächlich sich aus den entsprechenden Ländern zurückgezogen. Wer kann es ihnen verdenken? Das bedeutet allerdings auch, dass der Einkauf im Ausland für deutsche Unternehmen immer schwieriger wird. Und verschiedene deutsche Verbände haben das halt eben hier auch angezeigt und haben gesagt, die Unternehmen sind hier wirklich damit überfordert. Aber das Wirtschaftsministerium, meine Lieben, sieht das natürlich überhaupt nicht. Habecks Ministerium sagt, ja, die Unternehmen seien gefordert, aber sie seien gar nicht überfordert. Das hätten ihre Befragungen nämlich letztendlich ergeben. Keine Ahnung, wen die da befragt haben, ich kann es euch nicht sagen. Aber das, was die hiesigen Verbände hier herausgefunden haben, dazu gibt es eine kleine Grafik, die werde ich euch kurz hier einspielen. Ja, und nun kommt die EU ums Eck und fordert noch mehr. Sie setzen wirklich noch einen drauf, denn die EU-Kommission möchte Folgendes.
Brüssel, so heißt es bei einem Artikel von Welt, natürlich wieder ein Plusartikel, will nun jetzt durchsetzen, dass die Unternehmen dafür haftbar gemacht werden, wenn ihre Lieferanten gegen Menschenrechte und gegen die Umwelt verstoßen. Werden also im Ausland die von der EU vorgegebenen Standards nicht eingehalten, so werden die europäischen Unternehmen haftbar gemacht werden. Das heißt, es drohen extremst hohe Strafen. Und wer bitte soll denn von irgendeinem europäischen Unternehmen beweisen können, dass es keine Menschenrechtsverletzungen gibt? Wer von den europäischen Unternehmen kann denn beweisen, dass es keine Verstöße gegen Umwelt gibt? Also mir würde da ja direkt schon mal Nestle zu einfallen. Nestle begeht sehr, sehr viele Verstöße Richtung Umwelt, Richtung Klima. Und was ist mit den ganzen Sojabauern? Der Anbau von Soja ist alles andere als klimafreundlich. Und von daher müsste doch eigentlich diese Produktion mit diesem erhöhten Sojaanbau absolut unterbunden werden. Aber da stehen ja die sogenannten Sojabauerbarone dahinter. Denen wirft man ja vor, dass sie mafiöse Methoden hier anwenden. Das ist aber nur eine Behauptung. Und aufgrund dieser EU-Pläne haben mehrere deutsche Verbände einen Brandbrief an Olaf Scholz geschrieben. Reaktion bis heute? Niet, nichts, gar nichts. In diesem Brandbrief fordern sie nämlich Olaf Scholz auf, diesen Plänen der EU-Kommission nicht zuzustimmen. Und sie bekommen im Übrigen auch Unterstützung, wen wundert es, von der FDP. Die FDP sagt nämlich, dieser Plan sei völlig realitätsfern und unverhältnismäßig bürokratisch. Allerdings gibt es natürlich mal wieder auch ordentliche Gegenstimme innerhalb der Ampelregierung, denn das Wirtschaftsministerium und ganz persönlich Robert Habeck, aber auch Hubertus Heil von der SPD, die beiden haben schon signalisiert, dass sie diesen Plänen der EU-Kommission zustimmen werden. Ihr seht, es gibt mal wieder keine Einigung unter den Koalitionspartnern. Man könnte eigentlich wirklich annehmen, dass die EU-Kommission alles unternimmt, um kleinere und mittlere Betriebe vor allen Dingen hier vom Markt zu fegen. Denn Großunternehmen, das ist völlig klar, die haben durchaus eventuell ihre eigenen Berater, die halt eben diesen Forderungen der EU-Kommission nachkommen können. Aber kleinere und mittlere Betriebe müssen jedes Mal tatsächlich teure Beratungsagenturen hier in Anspruch nehmen oder halt eben Anwaltskanzleien. Es könnte sein, dass die EU alles unternimmt, dass am Ende des Tages auf den Weltmärkten und auch auf den europäischen Märkten nur noch wer als Anbieter da ist? Die wenigen Großkonzerne. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und wünsche euch noch einen zauberhaften Tag, wo immer ihr gerade seid. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.